Ja, hallöche Freunde, gut Laune und der beste Zeitung und herzlich willkommen zu Star Trucker, dem intergalaktischen LKW-Simulator, in dem wir zwar, wie hier gesehen, einen LKW besitzen, aber das natürlich hier in der Galaxis. Und ja, es ist wirklich eine kleine Überraschung, eine kleine Perle, die auf uns jetzt hier im Jahr 2024 warten wird. Und es macht richtig viel Laune. Es ist nur, ich sag jetzt mal, ein bisschen ungewohnt. Gerade für diejenigen, die natürlich LKW-Simulatoren spielen und genauso wie ich am Anfang gedacht haben, hey, gibt's auch einen Lenkrad-Support? Soll mit Sachen wie Lenkräder funktionieren hier und da, aber ich sag mal eins, brauchen tut ihr es nicht, weil wir haben natürlich hier ein räumliches Fliegen vor uns. Das macht's echt ein bisschen schwierig, das Ganze rauf und runter, links und rechts, das ist gar nicht mal so einfach. So, wir sind jetzt mitten unterwegs zu unserem nächsten Auftrag oder zu unserem allerersten Auftrag. Wir hatten zwar am Anfang der ersten Folge ein kleines Tutorial gehabt, wo wir den ersten Auftrag abgegeben haben, aber hier und jetzt haben wir unseren ersten richtigen Auftrag angenommen. Wir müssen hier so ein bisschen gucken. Es gibt ein paar kleine intergalaktischen Straßen, die wir da durchfahren können. Die sollten wir auch tunlichst nutzen, denn wir sollten es auf alle Fälle tunlichst zumindest vermeiden, hier irgendwelche Abkürzungen zu fahren, weil überall ist Weltraumschrott. Ihr sitzt hier überall und wenn wir dagegen fliegen, dann ist unser LKW, ja, dezent leicht kaputt und wir müssen es reparieren und... Ah, shit. Und einige Sachen könnten kaputt gehen. Jetzt müssen wir mal ganz, ganz kurz hier raus. Und das Ganze reparieren. Denn ansonsten fallen hier die Systeme aus. Da müsst ihr euch richtig ranhalten. Viele lobigen dieses Spiel bis in den Himmel oder bis zur Galaxis hoch. Und das können sie auch. Das Spiel ist wirklich geil gemacht. Aber es ist umfangreicher, schwieriger als gedacht. Oh, oh. Müssten kurz noch mal wieder rein. Muss nämlich noch mal abbremsen. Denn wenn wir zu lange warten und es nicht reparieren, kann es nämlich passieren, dass ein paar Systeme hier ausfallen und die müssen wir dann wechseln. Und dann ist hier richtig viel los. Und ich glaube, gerade das ist eingetreten. Und ja, es fängt schon wieder an. Nicht gut. Nicht gut. Da müssen wir jetzt den hier austauschen. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge gehabt. Ich muss halt nochmal von vorne anfangen, weil ich das Spiel nochmal laden musste, was halb so schlimm ist. Vielleicht haben wir ja Glück gehabt, ein paar Sachen sind jetzt hier liegen geblieben. So, einmal öffnen. Oh, Schwein gehabt. Genau die Kiste getroffen, die ich haben wollte. Sehr gut. Das war nämlich das Gravitationsfeld gewesen. Jetzt ist zwar alles unordentlich, aber es steht wieder alles. Das ist schon mal sehr gut, Sauerstoff steht. Wir gehen jetzt mal ganz fix raus. Es kann natürlich auch sein, dass ich vergessen habe, es zuzumachen. Das kann natürlich auch sein. So, zum Stehen sind wir gekommen. Ich will gar nicht wissen, was passiert eigentlich, wenn wir mitten in der Fahrt aussteigen. Ich habe es ja gerade gemerkt. Ich kam nicht ganz hinterher, aber wie gesagt, es ist schon geil gemacht. Auch physikalisch richtig cool umgesetzt. Wenn wir irgendwo gegenfliegen, gerade hier draußen, dann kann es sein, dass wir halt ein bisschen fernab unseres Ziels wegtreiben. Und in der Demo-Fassung habt ihr die Möglichkeit, erst einmal, ich denke mal, so die erste Stunde im Spiel ein bisschen reinzuschnuppern. Ihr seht ja hier, komplizierte Demo ist unsere Aufgabe. Wir müssen Rank Up 3 times. Also ich denke mal, das heißt, wir sollen dreimal aufsteigen. Das heißt, aufsteigen tun wir natürlich noch mit neuen Aufträgen. Ja, und das ist natürlich cool gemacht. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich bin jetzt gerade irgendwo gegengeflogen, den ist jetzt einfach mal. Und schon wurde ich aus der Umlaufbahn ein bisschen geschleudert. Dürfte nicht allzu viel passieren, ist halt immer nur so ein bisschen irreführend. Und ich muss dazu sagen, ihr habt erstmal wirklich Probleme zu wissen, wo oben und unten ist. Da könnt ihr euch am besten natürlich an euren LKW ein wenig orientieren. So, hier sind noch 2 Schäden. Aber jetzt wisst ihr zumindest jetzt mal, wenn euer Gravitationsfeld ausfällt, wo ihr damit hin müsst. Das habe ich in der letzten Folge ewig lang gesucht. Das war so schön. Oh, was ist das? Wahrscheinlich mein Sauerstoffwert ist gerade runtergegangen. Reicht aber auch noch aus. Schade, draußen kann man aber keine Third Person verwenden. So, und jetzt geht's wieder hier rein. Juti, sehr schön.
Aktuell ist das Spiel im Übrigen auch erst einmal für den PC angekündigt, obwohl ich immer sagen muss, da haben ja manche jetzt schon gesagt, warum ich diese Icons, die Logos von den Konsolen verwende. Ich weiß natürlich auch noch nicht, ist das Spiel noch in der Entwicklung? Es soll 2024 rauskommen. Es kann natürlich aber auch selbstverständlich 2025 herauskommen. Und wir wissen nicht, ob es auch für die Konsole kommt. Ich kann mir schon fast gut vorstellen, vom Stile her wird es richtig gut zum Xbox passen. Gerade auch zum Game Pass Angebot. Also von daher, verzeiht, wenn ich vielleicht dann doch wieder die Logos verwende für die Konsole. Es ist halt auch aktuell einfach noch nicht richtig raus, wo es rauskommt. Auf alle Fälle auf dem PC, aber vielleicht auch auf der Konsole. So, wir sollen jetzt in den Sektor Purity. Da ist unsere nächste Ladung. Das heißt, es ist so ein Gate. Wir bleiben hier stehen. Müssen kurz warten, glaube ich, bis es auflädt. Und jetzt können wir einmal springen. Hier ist ein bisschen mehr los. So, pick up the things from the pay P303. Das Ganze soll auch später in Deutsch vorkommen. Demo haben wir, glaube ich, zu meinen erst aktuell wirklich hier nur in Englisch. So, wir sollen jetzt mal gucken. Wir haben ja auch eine kleine Karte, da sehe ich aber nicht ganz so durch. Wahrscheinlich da vorne, was gerade so aufleuchtet, war Cargo. Ach, Cargo, okay. So wurde es gezeigt. Wir fallen jetzt mal hier durch. Es ist echt ein bisschen schwer, wirklich vom Fliegen her, was nicht negativ gemeint ist. Es ist halt eine Ungewöhnung. Gerade wenn ihr durch, sagen wir mal, gewisse Bogen oder Kurven wollt, müsst ihr echt vom Gas runtergehen, weil sonst seid ihr in dieser Umlaufbahn mit drin und schleudert so ein bisschen übers Ziel hinaus und dadurch kann es natürlich schnell zu Unfällen kommen. Wie gesagt, es ist einfach so ungewohnt, weil man hat immer das Gefühl, man ist ja wirklich im LKW drin, dass man einfach nur geradeaus fahren muss. Und fahren ist da schon wieder das falsche Wort dafür. Wir fliegen, ja. Und dementsprechend auch räumlich oben und unten müssen wir auch so ein bisschen beachten. Aber ansonsten ist es richtig cool. Am meisten gefällt mir einfach wirklich das Cockpit. So. Ich kann natürlich auch die Third Person hier verwenden, obwohl ich eher ein Fan von der Koppelperspektive bin. Ich bin ja irgendwie. Ich fliege jetzt trotzdem hier einfach mal kurz durch. So, und dann müssen wir gleich andocken. Das Andocken macht richtig, richtig viel Spaß. Was natürlich auch sehr ungewohnt ist. Ich bin ja auch gerne ein Fan, der so bei Helligkeit fährt. Allein schon, weil es für mich immer wesentlich schöner aussieht. Das haben wir natürlich hier nicht. Vorne ist unser Cargo. Wir müssen mal gucken, wo. Wie holen wir den denn ab? Von der Seite aus? Ich glaube schon. Ja. Von der Seite. So, jetzt müssen wir so ein bisschen uns auf Höhe bringen. Abbremsen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt müssen wir einmal drehen. Und jetzt haben wir die Kameras hier. Guck mal hier. Wird gleich wichtig. Erstmal drehen wir uns. Einmal um knapp 180 Grad. Bisschen neigen. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf den Monitor. Guck mal, sieht er. Das ist der Nebencargo. Und das ist unser. Oh. Langsam rückwärts. Immer näher ran. Aufpassen, dann kommt das gleich der Hinweis, dass wir jetzt andocken können. Jetzt Hardlock ready. Dann müssen wir es einfach nur hier betätigen und schon haben wir ihn. Jetzt haben wir, sind wir hier angeschlossen, ist er, der Trailer 100%. Und jetzt können wir im Endeffekt loslegen. Jetzt sollen wir das Ganze zum Atlas Prime bringen. Atlas Prime ist da vorne, 4,8 Kilometer. Das ist, glaube ich, dieser intergalaktische Highway. So. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt einfach so hier drüben rumfliegen können. Und überall schwören auch andere Space Shuttle LKWs herum. Oh, was ist jetzt los? Strom ausgefallen. Oh shit. Oh. Nicht gut.
Hier. Oh, shit. Muss uns beeilen. Das Doofe ist natürlich, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt einfach, oh, shit, so kommt. Das ist ja auf alle Fälle manövrierunfähig. Haben wir noch... Okay. Saft ist auf alle Fälle drauf. So, schnell auf Bremse drücken. Oh, haben wir mal Schwein gehabt. Gut. Wir können ihn wieder bewegen. Alle Fälle müssen wir mal gucken, ob wir irgendwelche Sachen so holen können. Neue Rohstoffe oder generell neue Energiezellen. Wie gesagt, wir fliegen jetzt einfach mal hier so rüber. Unten ist zum Beispiel so eine Schnellstraße, nach können wir uns so ein bisschen orientieren. Aber hier geht's eigentlich mit den Trümmerfeldern. Im anderen Sektor hatten wir wesentlich mehr Trümmerfelder. Muss man echt aufpassen. Da eine Abkürzung zu nehmen, ist wirklich echt die Hölle. Und geht schnell nach hinten los. So, da ist wieder so ein Gate. Damit springen wir in den nächsten Sektor, nämlich anscheinend den Atlas Prime Sektor. Dann müssen wir hier vorne rechts abbiegen. Ihr seht ja den Pfeil hier. Ich sag, ich würde einfach mal probieren, hier abzubremsen. Um hier die Kurve zu nehmen. Ja, macht sich schon ein bisschen besser. Und dann in der Neigung versuchen, wieder zu beschleunigen. Damit ihr die Kurve bekommt. Also das ist wirklich nicht einfach. Das Krasse ist, aber man merkt sofort, der Trailer hinten, der wackelt ein bisschen. Und bringt ihn auch so ein bisschen raus. Ja, wie gesagt, wir werden gleich mal gucken, ob wir das irgendwie hier ordnen können. Viele Batterien haben wir nämlich leider nicht. Dann halten wir hier wieder. Warten kurz ab. Ich glaube, jetzt sind wir zu nah ran. Was ist denn jetzt los? Ah! So, da haben wir gerade Bescheid gegeben, dass wir das Tor hier brauchen. Oh. Ist nicht dein Ernst? Ist mir gerade jemand reingefahren oder was? Warum bin ich jetzt erfroren? Was? Bin einfach erfroren oder was? Jetzt haben wir von ganz vorne an oder was? Oh nö. Ja, wir fangen von ganz vorne an. Gut, aber dann können wir uns mal folgendermaßen ein bisschen was angucken hier. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Guck mal, hier haben wir ja natürlich die ganzen Energiezellen. Wir haben 3 Stück. Also ich glaube, die Demo ist ziemlich heavy. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Das sind ein Power Pickup Sein, das sind die gleichen. Achso, erstmal müssen wir mal kurz raus. Nee, ich glaube, die Demo ist wirklich fast so geschnitten, dass wir gar nicht viel und lang spielen können. Hier wird zwar manchmal immer zu irgendwelchen Schäden kommen. So, geflickt ist alles. Und dann müssen wir halt im Endeffekt wieder hier rein. So, wunderbar. Ich überlege gerade, wir können ja schon mal Folgendes machen. Mal, machen wir mal. Ah, hier kann ich gar nicht ran. Schade. Kann ich mir die wenigsten hier schon nehmen? Ja. Die packen wir uns nämlich schon mal hier einfach hin. So. Ach cool, die können wir auch denn da reinpacken.
Sehr schön. Würde ich mal sagen, schließen wir die mal, bevor wir die ganzen Sachen hier verlieren. So, ich habe aber natürlich alle Sachen hier gefunden, wo wir was machen können, um ehrlich zu sein. Also, hier haben wir generell so einen Sicherungsschalter. Da können wir zum Beispiel, ja, Sachen an- und ausknipsen, wie wir es ein bisschen von zu Hause aus kennen. Dann haben wir hier zwei Batterienfächer, die sind so ein bisschen für Energie des eigentlichen LKWs zuständig. Hier haben wir wahrscheinlich, ich würde mal sagen, da können wir gar nicht ran, Filtereinheiten. Hier haben wir auch nochmal Komponenten, wo Batterien eingesetzt werden können für Luft. Sowohl für den Anzug, aber als auch für die Kabine. So, jetzt sind wir hier in Atlas Prime. Dann gehen wir einfach nochmal gemeinsam ein bisschen die Ladung hier ab. Da vorne ist nämlich Delivery Waypoint. Da müssen wir unsere Ladung hier hinten abgeben. Okidoki. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir vielleicht noch eine andere Lieferung bekommen, die in der Nähe ist von diesen Atlas Prime. Oh, guck mal hier, Kollege hier. Was hat er denn für einen gespannt? Oh. Holla, die Waldfee. Der ist ja gut unterwegs. Das wird eng. Ah, shit. Ah, ist sein erster Tag. Oh, ja, es ist auch wieder reparieren. Oh, läuft ja richtig gut hier. Schön, 4 Stellen zu fixen. 5 sogar. So, repariert ist alles. Da war natürlich selten dämlich gewesen. Problem ist aber auch, ausweichen bringt da immer gar nicht viel. Wie gesagt, ihr geratet trotz all dem nur langsam, aber allmählich aus der Umlaufbahn. Aber repariert ist jetzt alles. So, wie gesagt, da vorne ist die Dropzone. Wie gesagt, auch abbremsen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Weil, jetzt euch mal zeigen, wenn ihr voll abbremst, kann es zum Beispiel sein, dass der Trailer hinter euch bei höherer Geschwindigkeit und bei abrupten Abbremsen so ein bisschen nach vorne rutscht. So. So, jetzt müssen wir da vorne kurz hin zum Palm View Station. Ah, guck mal hier, da können wir mal gucken. Wir hatten vorhin, was hab ich denn gehabt? Den hier vielleicht? Aber hier haben wir zum Beispiel von Atlas Prime, also wo wir eigentlich jetzt gerade sind, nach Medusa 16 nehmen wir uns einfach mal. Jetzt müssen wir den hier immer canceln. So. Müssen wir nach unserem Cargo mal schauen. Da ist er. Das heißt, wir drehen hier einmal. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Da fliegen wir jetzt nicht von Sektor zu Sektor. Sondern versuchen wir wirklich jetzt hier gemeinsam einen Auftrag wirklich mal fertig zu kriegen. Also wir müssen jetzt zwar trotzdem den nächsten Sektor später fliegen, aber erstmal holen wir jetzt in den Sektor, wo wir sind, in Atlas Prime, holen wir uns erstmal einen Trailer ab. Und den bringen wir dann nach Metal 6.
So, wie gerade eben schon. Einmal komplett drehen. Das sieht gut. Oh, das sieht sehr gut aus. Knapp unter 2 Meter müssen wir, glaube ich, sein. Jetzt genau. So. Haben wir. Und jetzt müssen wir Meadow 6. Also rechts wahrscheinlich hier irgendwo. Ah, da oben. Jetzt wollen wir natürlich gucken, ob wir hier irgendwie die Möglichkeit finden, eine Straße zu finden. Aber ich hoffe mal, es ist eine gute Idee, wenn wir jetzt hier so lang fliegen. Aber ich denke mal, wenn wir hier entlang fliegen, ist es halb so schlimm. So, schon mal frühzeitig einmal hier rein abbiegen. Oh, hier sind ein paar Trümmerteile. Aufpassen. Die versuchen wir jetzt noch ein bisschen zu umschiffen. Ja. Geschwindigkeit rausnehmen. Wie gesagt, es macht schon mega viel Spaß. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass wir gleich wahrscheinlich sowieso wie die ganzen anderen Sachen belagert werden. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Der will wahrscheinlich auch durchs Portal. Also ich finde es halt auch schon so cool, dass so viele andere Raumschiffe, wir nennen es einfach jetzt mal Raumschiffe, hier unterwegs sind. So, gerade stellen. Okay, ich können wir. Go! Oh, die Gravitation. Ah ja. Das war wieder so klar gewesen. Ach shit. Oh. Also wie gesagt, mit einer Sache hätte ich wirklich, glaube ich, ein Problem, wenn es jetzt permanent so passieren sollte. Das würde mich, glaube ich, ein bisschen nerven. So, den holen wir mal raus. Also wenn es einfach so random passieren sollte, würde mir gar nicht so gefallen. Ja, kannst du manchmal so toll fahren, wie du möchtest. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ding von der Demo-Version. So. Sind wir eigentlich hier safe? Wie sieht denn das hier aus? Kurz mal hinsetzen. Nur falls mal kurz beiseite fliegen. Wie gesagt, wenn ich ab und zu mal fahren sage, tut mir leid. Ah, wir sind... Ja, Entschuldigung. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja. Das ist so geil gemacht, aber ja, wir standen halt voll im Weg. Oh, hier halten wir mal ganz kurz. Aber Schäden gab es nicht. Der Trailer, oh. Der Trailer hat einfach mal 0% oder was? Okay. Ich wollte eigentlich... Ach du Scheiße, sieht's aus hier. Ich wollte eigentlich ein bisschen aufräumen. Gut, was wir machen könnten, können wir die jetzt hier hoch machen eigentlich? Ach, schade. So, als Schutz wäre der natürlich nicht schlecht. Gut, wir sollen jetzt zu
Drop of Oxygen im Bay. Aha. Bay, Bay, Bay. Da. Drop Zone da vorne. Das ist natürlich eine gute Frage. Ist ein bisschen neblig hier. Ob jetzt irgendwelche Trümmerteile. Ach du Scheiße. Ja, oh, da sind die beiden Trümmerteile. Aber denk mal ganz kurz, das ist ja wirklich die ganzen einzelnen Sektoren. Guck mal, wie viel noch auf euch zukommt. Das ist ja krass. Aber ihr könnt bis jetzt noch nicht in den einzelnen Sektoren eine Karte aufmachen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, dass wir jetzt auf alle Fälle hier durchkommen, ohne weitere Probleme. Es sind zwar ein paar Teile unterwegs, aber die stören uns jetzt nicht weiter. Das sieht aber schick aus hier, ey. So, da ist auch schon unser Drop-Zone. Bald ist es nicht mehr. Schon mal ein bisschen gerade stellen. Geschwindigkeit. Oh, 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 oh. Ah, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, ja. Oh, da fliegt das Teil. Es ist alles erfahrbar. So, von der Physik her, von der Engine her, ist es schon wirklich geil gemacht. Da ist es nämlich wieder raus, weil ich glaube zu meinen... Da ist was kaputt gegangen. Ja, ich glaube aber... zwei Sachen. Aber auch wirklich da, wo es auch gegengeschlagen ist mitunter. Hier zum Beispiel... Oh, 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 war ein bisschen voreilig. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und hier einmal an der Seite. So, Sachen sind repariert. Rein mit uns. Ich denke mal, es wird sowieso bald das nächste Jahr ausfallen. Oh, hoppala. Und wieder rein. Naja, es wird bestimmt gleich das nächste Energiefeld oder so ausfallen. Aber beim Abliefern einfach nur reinfahren. Zeigt euch dann an. Aktuell ist ja so pink-purple-mäßig. Und wenn wir es, glaube ich, dann abkoppeln können, wird es grün. Ich glaube, viel Geld werden wir nicht bekommen, weil der Trailer entweder ist er jetzt kaputt, der hat nur 0%. Aber das Miese ist, wir können auch nicht abspeichern, wa? Vorsichtig hier rein. So, jetzt müsste es nämlich gleich so ein bisschen grünlich werden. Jetzt genau. So, haben wir geschafft, aber... Damage Client, eieieiei, wir haben ja gar nichts bekommen, wa? Sind zwar ein Level aufgestiegen, aber es sind... Spend Skill Points, ach, das ist ja auch cool. Ach, guck mal, wie beim Eurotruck Simulator können wir zum Beispiel Sachen holen wie fragile Fracht, also Sachen, die zerbrechlich sind. Können wir als Aufträge freischalten. Ja, just in time. Okay, mehr haben wir gar nicht. Gut. Jetzt könnte man im nächsten Fall zum nächsten Auftrag fliegen. Das machen wir auch mal fix. Ah, die Wake Up 3 Times. Nicht bis Level 3, sondern einfach dreimal aufleveln. Lass uns nochmal gucken, ob wir hier irgendwo eine Ladestation haben. Business Hub, das könnten wir uns mal angucken. Müsste eigentlich auch sowas sein. Dann machen wir es auch nochmal, wenn wir es einigermaßen bekommen. Achso, in Ellenburg, genau, das sind andere Portale, da könnten wir später durch, genauso wie hier, Express. Die sind Sachen, die wir aber noch freischalten müssen. Ah, guck mal, da ist unsere Dockingstation. Ach, da oben andocken, okay. Ah. Oh. Das ist gar nicht gut. Ja, ja. Das ist ganz schlecht.
Sind wir irgendwo angedockt? Oh oh. Es wird jetzt ganz eng. Ich glaube, wir schlagen gleich irgendwo ein. Haben wir irgendwo einen Schaden? Ach, verdammt. Na, ja, wir sind wirklich irgendwo eingeschlagen. Eieieiei. So, probieren wir mal unser Glück. Da ist das Tor. Oh, es dreht uns ja immer komplett. So, was haben wir für neue Aufgaben hier? Wir bleiben einfach mal hier. Und nehmen uns mal Purity vor. Mal kurz was fixen. Wieder alle zumachen. Warum ich auch sowieso noch glaube, dass vielleicht für die Xbox rauskommt, ist kein Garant dafür, weil ich denke, mit dem Controller macht es am meisten Sinn, dieses Spiel zu spielen, aber dass auf Anhieb einfach schon mal die Xbox-Controller-Funktion mit dabei ist. Oh, ich habe glaube ich zwei Schäden, war? Nee. Gut, dann werden wir jetzt nochmal zum Cargo fliegen. Der muss mal gucken, wo der ist. Cargo, Cargo, Cargo. Da. Oh, 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 oh. Komm, wir fliegen lieber. Ah, drunter. Auf alle Fälle, was ich mir einfach mal wünschen würde, wäre auch noch ein Fotomodus. Ich denke mal, der wird bei der Vollversion schon mit dabei sein. Ja, vorsichtig. Wieder gleich mal auf für. So, wunderbar. Und jetzt, das hat man genommen, Purity, oder wie es da heißt. Mal gucken. Atlas Prime, da müssen wir nicht hin. Also ich denke mal, wir werden ja bestimmt einen Sprung haben nach Purity, oder? Achso, da müssen wir über Atlas Prime, weiß ich jetzt gar nicht. Das kann natürlich sein. Ah, wir müssen erstmal durch den Sektor Purity, Atlas Prime. Das heißt, wir müssen einmal da nach oben, wa? Ja. Deswegen auch die 1000 Dollar. Okay, darauf muss man vielleicht auch achten, wenn man jetzt nicht so weit Distanzen fliegen möchte.
dass es natürlich auch passieren kann, dass ihr von einem Sektor zum nächsten springen müsst, also zwischenzeitig. Müssen hier aufpassen. Powercell-Status. Eigentlich auch alles gut dort, die Powercell. Obwohl unser Oxygen nimmt bald ab. Darum werden wir uns mal kümmern. Guck mal, der wird nämlich immer niedriger. Mal gucken, ob wir den schnell fixen können. Wir fahren trotzdem mal ganz kurz zu Atlas Prime. Werden uns mal so ein bisschen beiseite stellen. So. Nämlich, ja, bleib mir mal hier schön stehen. Hoffen, dass es auch keiner reinfährt. Wir werden uns schon mal den Sauerstoff hier nehmen. Also hier unseren Anzug. So, jetzt ist doch mal gucken. Ach, guck mal hier. Oh, fuck. Der war kaputt? Nee. Warte mal, was sein kann? Dass wir die Hebelchen hier noch betätigen müssen. Genau. So, die Klimatisierung. Da müssen wir mal gucken. Das ist, wo wir jetzt gerade fast erfroren sind. Aber ich glaube, wenn wir unseren Anzug anhaben, dann passt das schon. Scheiße. Gut, wir packen ihn jetzt einfach mal hier hin. Der scheint ja nicht mehr in Ordnung zu sein. Sowas hier? Nee. Sowas hier. Oh oh. Butter, ja, ist auch noch der Tank. So, neues drin. So, mal gucken. Ich weiß doch gar nicht, wo man tanken kann. Also, zumindest den Tank auffüllen. Klima. Jo. So, wo tankt man auch? Von draußen? Können wir ja mal gucken. Ah, okay. Das könnte schon mal sein. Wir gucken mal. Also du kannst auch die Sachen hier betätigen, wenn du was in der Hand hast. Es kann also gut sein, dass wir irgendwo hier nachtanken können. Und ich denke ja mal, normalerweise sind die ja mal hier unten an der Seite. Hier sind die Kameras. Ja, oh, 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 es war ganz doof gewesen. Gute Frage, Nisa, was haben wir denn hier? Warte mal, kann was hier? Das kann sein, war es hier der Tank ist?
So. So, ein bisschen aufpassen. Ah. Ach, krass. Das wird natürlich aufpassen, dass der Stöpsel hier nicht wegfliegt. Cool. Haben wir auch das herausgefunden. Also, tanken. Hier, draußen, irgendwo, im Nirgendwo. Aber reicht auch nicht viel aus. Also die Demo ist halt wirklich darauf zugeschnitten, dass ihr halt nicht allzu lange spielen könnt. Also ihr müsst im Endeffekt, wenn ihr ein bisschen spielen wollt, die Mission machen, fertig ist. So, und dann Stöpsel hier nicht verlieren. Oh, oh. Ja. Ja, 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 ja. Oh shit, oh shit. Oh, komm bei dich, Junge. Puh, schnell runter. Wow. Aber wie ist denn das jetzt? Wird er jetzt hier aufgeladen? Ich hoffe mal. So, wieder im Cockpit. Gut, krass, aber was man hier alles bedienen kann. Guck mal, Lichter kann man ja bedienen, ist ja klar. Front, Heck. Krass. Ach, guck mal, sogar Blow Medium. Ach, krass. Ja, Blower brauchen wir jetzt hier nicht. Ach, voll viele Sachen. Auch hier, guck mal. Dann haben wir hier zum Beispiel Lower Solarschatte. Keine Ahnung, was das ist. Ach! Ah, wir können ja wahrscheinlich Benzin sparen, wa? Oder ist das nur eine... Ah! Okay. Bringt das denn was, wenn ich jetzt hier nur eine verwende? Ah, da können wir bestimmt irgendwie ein paar coole Sachen machen. Also, hier ist auch viel einzustellen. Oh, ich bin Idiot. Jetzt habe ich es manövrierunfähig gemacht. Ah. Okay. So, hier sieht... Ach ja, meine Luft, genau. Wie war denn das gewesen? Die Luft konnten wir auch noch irgendwo... Wie ist, oh, ja, stimmt, die Lichter könnten wir ja mal wieder anmachen. Die Luft war ja auch irgendwo auszutauschen gewesen. Das will ich jetzt einfach mal vorab schon mal machen. Okay, machen wir hier die Lichter in einem, damit wir auch alles sehen. So, ich bin der Meinung, eigentlich normalerweise hier. Ja. Power 56. So, jetzt machen wir. Ah, cool, ist auch wieder aufgeladen. So, jetzt nehmen wir das mal raus. Weil, jetzt ist nämlich das Ding, jetzt haben wir natürlich keinen Sauerstoff mehr. Ja, dient ja nur jetzt mal zum Gucken und zum Ausprobieren. So, aktiviert ist es wieder. Sehr schön. Und jetzt, ja, die Anzeige ist, ja, nee, die ist immer noch unten. Vielleicht brauche ich es noch ganz kurz ein bisschen. Steht die sich auch gleich auf. Okay. Schon. Es ist schon wirklich cool und faszinierend gemacht. So. Komm. Springen wir mal das nächste Portal. Ich hoffe mal. Hier ist irgendwie keiner. Nee, das sieht gut aus. Und irgendwann könnt ihr wahrscheinlich mehrere Trailers holen. Das ist natürlich dann schon ziemlich heavy. Aber ich glaube, wenn man erstmal hier längere Zeit unterwegs ist, dann kommt man mit dem Flieger auch irgendwann richtig gut klar.
Was ist jetzt? Boah, ist mir irgendjemand wieder reingeflogen oder was? Genau, nee, alles in Ordnung, oder? Ja, nur gerade zu Schwein gehabt. So. Purity war es gewesen, war da vorne. So, eine Sache wollte ich ja mal austesten, das hat man, habe ich gerade jetzt schon entdeckt. Das war mit diesem, quasi Infrarot gewesen. Wo waren das gewesen? Damit können wir wahrscheinlich auch Steinchen und so uns, in der Nähe begutachten. Solarshutter, das... Oh, ach, genau, hier! Ganz cool. Können wir auch hier zumachen. Sehen wir zwar nichts mehr, aber vielleicht ist es ja für welche anderen Sachen gut. Oh, eine Abkürzung fliegen. In Atlas Prime war es eigentlich immer sehr gefährlich gewesen. Bis jetzt geht's aber. Warte mal, kann man ihn nochmal benutzen? Ach krass, wirklich, guck mal hier. Da leuchtet. Och du Scheiße. Oh, weia. Oh, das geht nicht gut. Ja, alles gut, alles gut. Baby, das kriegst du hin. Oh shit. Trailer geht's doch gut. Statusreport, alten Ordnung. Ja. Oh oh. Das war sehr knapp gewesen. So, gepflegt ist es auch. Weiter geht's. Und ja, wie gesagt, also ich bin auf alle Fälle gespannt, was doch alles auf uns wartet. Welche Neuerungen, beziehungsweise wichtig ist natürlich einfach auch eigentlich der Spielspaß, der natürlich hier an den Tag gelegt wird. Muss natürlich jeder für sich denn selber wissen. Aber ich denke mal, wenn man erst einmal mit dieser Navigation sich zurechtfindet, mit der Grundsteuerung, dann passt es auch ganz gut. Das aktuell ist halt natürlich noch sehr, sehr befremdlich. Oh ne, Low Fuel. Das ist ja sehr schön. Ich reiche es aber wenigstens für den Job, ich denke mal schon. Bevor ich beim Abbremsen hier. Halt an. So, dann sind wir wieder. Und unseren, bevor wir jetzt... What? What the hell? Hey, hi, alles gut. Check complete. Results are satisfactory. Have a great day. Dankeschön. Oh, heißt es quasi, wir können auch vielleicht andere Sachen von A nach B bringen, die vielleicht nicht ganz so legal sind. So, warte, wir müssen mal gucken, wo ist mein Cargo? Da war.
Ja, da ist die Drop Zone. Also, was die Polizeikontrollen gibt es hier anscheinend auch. Reicht denn unser Benzin eigentlich noch aus? Und wenn es ja halb so schlimm. Ich könnte ja mal kurz gucken, ob ich hier mit den Ping-Scanner ein bisschen was erkenne. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Savage. Aha, okay. Oh, Scheiße, scheiße, runter, 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 runter. So, wieder. Ich versuche jetzt mal gleich eine Abkürzung zu fliegen. Könnte passen. Das sind aber, glaube ich, nur wenige. Guck mal hier. 1, 2, ja. Also bis jetzt fliegen wir noch durch keine naheliegenden Trümmerteile. Nö, das geht. Was ist das denn hier eigentlich? Da müssen wir jetzt mal gucken. Die Drop Zone schon. Oh, das war natürlich perfekt gewesen. So, Freunde, das war aber gewesen. Oh. Oh. Scheiße, 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 scheiße. Puh. Schwein gehabt. Warte mal ganz kurz mal hinsetzen. Okay, da war Schwein gehabt. So, mal kurz hier abbremsen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn die Klimaanlage? Was leuchtet denn hier wo rot? So, wir müssen auch bei der Sicherung hier gleich sehen. Hä? Ist jetzt nur wegen dem Benzin? Ja, und das Shit ist ja klar, dass es nicht funktioniert. Verdammt, vielleicht muss ich Temperaturen einfach nur hochregeln, kann es sein? Am Benzin kann es ja jetzt nicht liegen. Warm. Es wird wieder kalt. Oh, uns wird aber zu schnell kalt. Scheiße. Nein, 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 nein. Ach, Kacke. Wir sind erfroren. Gut, Freunde, das war's gewesen. Wird auf alle Fälle sehr interessant, sehr spannend. Warum ist mit der Temperatur jetzt so? Es kann natürlich sein, dass wir jetzt in einen Bereich kommen sind, wo es zu kalt ist. Ich weiß es nicht. Oder wir hätten noch warten müssen, bis die Heizung richtig angesprungen ist. Ich weiß nicht. Aber ihr merkt, es ist hier wirklich, 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 wirklich viel möglich. Viel, viele Sachen, wo ihr aktiv mit daran beteiligt seid, dass sie überhaupt heil und sicher von A nach B kommt, was ich halt verdammt cool finde. Ich glaube, einziger Punkt, wo ich sage, aber das ist halt eigentlich nur eine Übungssache, ist natürlich die Grundsteuerung. Das ist natürlich was anderes, als nur nach links, rechts zu lenken und geradeaus und zu bremsen oder rückwärts zu fahren. Gerade mit den oben und unten und den Schwung dieses physikalischen Gesetze her, dass wir da halt wirklich, wenn wir denn doch zu schnell mal ganz kurz nach links oder rechts fliegen, dass wir natürlich einen riesen weiten Bogen fahren. Also es ist natürlich jetzt keine direkte Lenkung in dem Sinne, aber das macht es halt umso schwieriger und das ist halt natürlich kein Minuspunkt, selbstverständlich nicht. Das ist gut, das finde ich realistisch gemacht, da muss man sich erstmal daran gewöhnen. Ansonsten
warten wir einfach mal auf die Vollversion. Ich bin gespannt. Ich gebe euch natürlich auch mal so ein bisschen Bescheid, wenn wir was Neues wissen. Aber eigentlich soll es doch dieses Jahr herauskommen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch für die Konsole höchstens oder sagen wir mal zumindest für die Xbox. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.